Jo, und damit begrüße ich Sie zurück zu einem neuen Part von Super Mario Odyssey. Ja, wir haben im letzten Part uns nochmal in Bowsers Festung umgeschaut. Und fragen Sie mich nicht nach, woher ich das weiß, dass da ein Mond ist. Nein, das habe ich nur bei jemandem mal gesehen, deswegen wusste ich das da auf dem Metallzaun. Aber es gibt einfach mal überhaupt keinen Anhaltspunkt. Wobei das gerade. Doch. Doch, man sieht den Rauch so ganz leicht. Sieht man da den Rauch von dem Ding? Ja, okay, doch kann man erkennen. Könnte man erkennen. Da will ich es aber auch noch mal den anderen jetzt hier probieren. Ja, wenn ich das mal schaffen würde, mit Cappy da hinzuschmeißen. Auf jeden Fall geht es hier weiter. Okay, muss man vielleicht doch mit ausprobieren machen, aber okay. Naja, gut. Jo, wir sind immer noch hier und ja, wir gucken jetzt mal. Sag nicht, ich komme hier nicht mehr hier sonst irgendwie rein. Ich muss das da machen mit der Röhre. Ja gut, dann nutze ich die Röhre und gehe dann rückwärts. Fällt mir zwar eher nicht, aber okay. Jo, also wir haben ja hier noch ein paar Monde geholt. Ich denke, wir werden heute noch kurz noch ein bisschen gucken, aber ich werde es nicht so übertreiben hier. Ich werde noch mal kurz gucken, weil ich weiß, dass da eine Röhre war. Die werde ich mir nämlich noch mal holen, auf jeden Fall. Nämlich da bei diesem Turm da, wo die Brode als waren. Da werde ich mir nämlich noch mal kurz gucken, was da noch so war. Ja gut, gegen die Freunde muss ich jetzt nicht mehr ein Rennen machen. Gegen die Häschen habe ich ja schon gemacht. Nur ich will da noch mal hin, genau. Dann nehme ich mir auch schon noch mal die Münzen hier mit. Sodele, hui. Weil ich glaube, da bei der Röhre war ich nämlich noch nicht. So, das sind auch noch mal Ringe. Ja gut, aber brauche ich nicht. Ich wollte noch mal in die Röhre hier rein, weil da war ich nämlich noch nicht drin. Was denn hier so ist es so feines? Ah, eine kleine Welt. Okay, oh. Puh, schick, 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 schick. Ich denke, die machen mir nichts aus. Naja, okay. Alles klar, okay. Wollen wir dann mal gucken, was wir hier machen müssen. Ach so, okay. Ich muss dich da auf die Schalter stellen. Ah, verstehe. Das ist schön richtig hier so. So, ich muss den auf die Schalter stellen, damit die dann da leer werden. Alles klar. Gut, was haben wir hier Feines? Okay, ich sehe da schon wahrscheinlich eine Sache. Erstmal die ganzen Kisten hier kaputt machen. Ja, ich kann mir schon vorstellen hier, aber hier sehe ich noch was. Okay, ein Herz. Okay, gut. So, da muss ich bestimmt da reinkrachen mit der Statue. Bumm. Bum, 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 bum. So, bevor ich den mache, hier gucken wir hier nochmal. Gumbas, okay. Toll. So, dann den Schalter aktivieren. So, ich bin so münzgeil und nehme die mit, nur ich weiß nicht, ob das jetzt ein Problem wird. Achso, das kommt wieder runter, okay. Weil das Ding brauche ich nämlich, damit ich den zweiten Schalter auch aktivieren kann. Ich muss wahrscheinlich alle Schalter da aktivieren. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Ja gut, eigentlich ist das, denke ich mal, jetzt nicht so die schwere. Ich dachte erst mit diesen Stacheldingern da, könnte das jetzt schwer werden, aber. Ja, gut, in dem Fall. Okay, ja gut, jetzt wird's schon komplizierter, würde ich mal so sagen. Ach, das fährt. Oh Gott, das fährt gar nicht mehr weiter. Da muss ich mich hier mal beeilen. Ja, super. Aber gut. So, hier kann ich auch drauf springen. Ja, gut. Jetzt muss ich nur aufpassen hier. Ich lieber das Herz verwahrt. Ich dachte, das wäre der Hinweg, aber bin ich komplett hier falsch gelaufen. Eieiei. So, und ich habe das Gefühl, jetzt muss ich hier taktisch arbeiten, weil ich jetzt die anderen brauche, um die nächsten Schalter wieder zu aktivieren. Eieiei, was hier abgeht hier. Bum, 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 bum. Ah, okay. Okay, brauche ich also 5 Wandsprung. Alles klar. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht gleich wieder sterbe, weil dann werden die wahrscheinlich wieder nicht an der Position sein. Und das wäre nicht gut. Das wäre ganz und gar nicht gut. Noch extra eine eigene Aussehen haben, wenn Mario die gekapert hat. Aber gut, ja gut, der.
Wandsprung ist eigentlich ja nicht... Nein, der ist ja nicht schwer, ne, nein. Der Wandsprung ist ja nicht schwer, ne, nein. Deswegen falle ich da nur fast wieder ab. Jizos großes Abenteuer. Faszinierend. So, sonst hier noch irgendwie was Verstecktes oder so? Wer weiß, vielleicht ganz versteckter oder so, aber ich glaube nicht. Nö. Nö. Nö, da dürfte alles sein, alles klar. Toioioi. Krasse Aktion hier. Naja, gut. So, wobei, mir fällt gerade ein. Manchmal frage ich mich auch echt, warum ich nicht auf sowas komme. So komme ich doch auch wieder ganz zu Anfang hin. Ich muss doch gar nicht da über das Tor. Ich kann doch auch einfach Cappy nutzen. Meine Güte. Manchmal frage ich mich, warum ich da nicht eher auf solche Sachen komme. So, und hier komme ich doch auch wieder direkt dahin zurück. So, meine Güte hier. Wobei ich nicht weiß, ob hier irgendwas ist. Also hier waren natürlich eine Menge Gumbas, das ist klar. Ach so, das war das mit den Gumba-Schalter. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon ist, aber ich sammle jetzt mal die Gumbas, wollte ich sagen. 10 Stück. Ich meine, das hätte ich gemacht, ne? Naja gut, wir gucken mal. Aber eigentlich ist das ja eine Sache, die man eigentlich immer machen könnte können. Uiuiui, knapp. Aber ich glaube, mit dem Schalter kann ich auch das Tor bestimmt öffnen, ne? Mal gucken. Jetzt bringe ich erstmal den Gumba-Turm rüber auf die andere Seite, damit ich den Schalter aktivieren kann. Mal schneller sein. Ja, okay, den hatte ich schon, den Mond, okay. Hätte mich auch verwundert, wenn ich ihn nicht gehabt hätte. Okay, dann Dankeschön für eure Hilfe. Dankeschön für eure Hilfe. Aha, da haben wir noch auf jeden Fall schon mal lila Münzen, okay. Wundert mich, dass ich diese lila Münzen nicht eingesammelt habe. Weil die sind doch eigentlich recht easy zu holen, geschweige denn hier auch diese Münzen. Gut, auch wenn das jetzt nicht so viele sind, aber das sind schon so die Momente, wo ich mich dann doch schon frage hier, okay, alles klar. Interessant. So, ist bei den Vögelchen hier irgendwie was? Achso, Münzen. Uiuiui, vorsichtig hier. Ganz vorsichtig. Aber so wie ich das sehe, ist hier sonst nichts wahrscheinlich. Sieht wohl so aus. Ich gehe nochmal auf die andere Seite. Hinter dieser Mauer, aber es sieht wohl so aus, als wäre hier nichts. Beziehungsweise vielleicht mit dem Mondqual, aber den habe ich ja noch nicht. Den muss ich auch erstmal wieder finden. Naja gut, dann würde ich sagen, öffne ich nochmal hier das Tor. Oh, was machst du da? Mach keinen Blödsinn hier. Mache keine Blödsinn hier. Das wäre nicht gut. So. Ja, okay. Das Tor geht dann wieder auf. Also sollte ich irgendwann wieder den Drang verspüren, dann komme ich jetzt auch hier hin. So, meine Güte. Hätte ich eigentlich auch schon mal machen können eigentlich, aber gut. Wundert mich, warum ich da jetzt drauf gekommen bin, aber okay, gut. Dann werden wir mal den Pfad... nein. Da wollte ich nicht hin. So, meine Güte. Keine Ahnung, was das jetzt war, aber okay. So, dann haben wir hier diese Peak-Matze oder wie sie sich nennen. Ja, es ging ja so hochschnellen lassen. Na super. Schon wieder unten. Der hat mir ein bisschen Sorge gemacht. Hoppala. So. Aber das war echt eine coole Sache eigentlich hier mit. Was war da denn nochmal? Achso, da war auch ein Mond. Okay. Den habe ich aber. Ich glaube, ich musste da hoch. Ne? Sonst war hier auch nichts, ne? Ah, warum juckt jetzt meine Nase? Mag ich nicht. So, nochmal kurz umgucken. Da ist auch nichts eigentlich. Ansonsten hier unten noch irgendwie. Sieht aber auch nicht so danach aus. Tschüss und tschüss. Nö. Nö, sieht nicht danach aus, als wäre hier noch was anderes gewesen. Wobei ich natürlich nochmal hier Fackeln ausmachen könnte, Kisten kaputt machen könnte. Es gibt ja so viele Stellen, wo man so einen Mond verstecken könnte. Aber okay. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder weiter. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich einmal nochmal ganz nach oben gehen. Deswegen werde ich machen. Ach, das mit den Noten habe ich schon gemacht. Kann ich mich erinnern, aber das mache ich jetzt einfach nochmal. Zum Spaß der Freude halber. Lass mich in Ruhe. Dankeschön. Ja, das ist ja eigentlich jetzt nicht so der schwierigste Mond. Ich habe nur im letzten Mal habe ich sogar Schaden gekriegt. Diesmal nicht. Aber gut. So, ich bräuchte nochmal so ein Teil. Ja, nicht so ein Teil, meine ich eigentlich. Da komme ich jetzt nicht mehr hoch. So ein Peak-Matz. Keine Ahnung, wenn nicht, muss ich gleich nochmal gucken, ob ich da nochmal zurückkomme.
Ich will doch da gar nicht hin. Ah, klappt das noch? Ja, klappt noch, okay. Aber gut, das waren jetzt auch nur Münzen. Ach so, und der Mond halt. Wo ich ja damals weitergekommen bin, aber sonst ist hier auch nichts. Sonst ist da erstmal auch nichts. Ich bräuchte halt, wie gesagt, so ein Piekmatz, wie sie sich hier ja nennen. Achso, da waren auch Goombas. Na gut. Ich muss ja echt sagen, das hat ja schon ein schönes Thema hier in diesem asiatischen Tempel-Flair hier. Das Bowser weiß schon halt, wie gesagt, was Stil heißt. Oder, ja, wie man sich so einen stilvollen Tempel einrichten kann. Das muss man ihm ja da doch lassen. Naja, gut. So, da unten wäre einer. Okay, dann nehme ich dich ja wohl am besten gleich mal. Dann brauche ich dich auch für die andere Seite. So, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da jedes Loch mir da ausgekundschaftet hatte. Wenn ich ihn da auch mal reinstecken könnte. Ach so, ist sowieso fest. Ja, gut. Und ich glaube, da war ich schon drin. Naja, und da gibt es den Mond, haben wir auch schon. Hätte mich auch nicht überrascht, wenn wir den noch nicht, wenn wir den auch schon... Ich kann schon nicht mehr reden hier. Ich kann schon nicht mehr reden hier. Wenn wir den noch nicht haben, dann hätte mich das sehr überrascht, wenn wir den noch nicht gehabt hätten. Genau. Ich kann echt nicht mehr reden hier. So, ist da irgendwie noch ein Loch? Sieht mir nicht danach aus. Nur weil die so komisch golden sind. So, ich krieg noch was dafür wegen den Freunden. Ja, gut. Nochmal geschafft. Ich glaube, das bringt aber nichts, ne? Ich glaube, da würde ich nur abstoßen, ne? Ich glaube, das bringt nichts. Ich glaube, das kann ich... Ja, okay, das kann ich sein lassen. Das kann ich wohl sein lassen. Da wird wohl nichts sein. Und wenn wäre das ziemlich krass, wenn man da was verstecken würde. Okay. Dann danke für deine Hilfe. Dann brauche ich dich nicht mehr. Dann geht die Reise weiter. Dann geht die Reise erstmal weiter hier. Ja, also ein bisschen schade hier, dass wir so wenig Erfolg haben. Aber gut, ich muss sagen, ich meine auch, ich war auch damals ziemlich lange hier in dieser Welt. Ich war auch ziemlich lange da in dieser Welt. Da kann ich mich schon dran erinnern. Deswegen kann das wohl sein, dass ich damals auch schon sehr... Wobei, hier habe ich, da drüben habe ich ein paar gesehen. Okay, da gehe ich mal runter auf jeden Fall mit einem Peaks-Freund. Aber das fand ich auch damals war eine ziemlich gute Idee hier, dass man da die Bomben da gegen pieksen muss. Das war echt eine geniale Idee, fand ich. Das war echt eine ziemlich geniale Idee, muss ich sagen. Das war echt eine ziemlich geniale Idee. Also das war echt eine coole Idee. Achso, der geht da nach unten. Ja gut. Kann ja auch halt, wie gesagt, zur Seite gehen. Und da sollte ich mich halt beeilen. So, das kann man ja auch zur Seite machen hier. Sehr schön. Gut, nur hier habe ich jetzt halt gesehen, hier sind noch ein paar von den anderen da. Die nehme ich mir dann natürlich noch mit hier. Wobei, da muss man natürlich getimed das machen. Genau so, sehr schön. Nehme ich die zumindest nochmal mit hier. Okay, da sind nochmal ein paar Münzen, okay. Ist jetzt halt, wie gesagt, auch nicht... Mit dem Ding ist es ja nicht wirklich schwer. Aber ein geheimer Mond, den nehme ich dann mit. Schatz im Turm. Alles Klärchen. Den nehme ich natürlich mit den Schatz. Komme ich mit dem Ding eigentlich durch die... Ja gut. Aber gut, ich komme ja eh wahrscheinlich dahin. Ja gut, aber ich bin noch nicht fertig. Ich will hier noch ein bisschen weiter erkunden. Das ist, denke ich mal, klar. Ein bisschen weiter will ich noch erkunden. Wobei ich da überall war, soweit ich mich erinnern kann. Ja, die Münzen habe ich da. Das hatte ich auch geholt. So viel weiß ich. So viel erkundet hatte ich dann da doch. Und ich denke, da dürfte dann auch nichts mehr sein. Aber es sind insgesamt 45 Monde in diesem Gebiet. Das verstehe ich nicht, dass ich dann da so viele gar nicht haben konnte. Oder die sind mega gut versteckt. Oder die sind tatsächlich hier sehr gut versteckt. Ja, das Ding habe ich doch auch locker. Ja, vor allen Dingen, weil das ja sowieso in Anführungszeichen nur so ein Ding ist. Was war da oben? Ich glaube, da war ich aber auch, ne? Ich denke, da war ich auch, weil hier ist hier so ein Loch. Und nein, ich sag's jetzt nicht, was sie sich vielleicht denken könnten. Okay. Gibt Münzen. Okay. Nehme ich mir die Münzen halt eben mit.
Wenn schon, denn schon, ne? Ja gut, aber die lila Münzen, die dachte ich mir schon, dass ich die habe. Habe ich mir schon so erwartet. Ja gut, dann geht die spaßige Tour weiter. Moment mal, das konnte man doch, kann man das auch kaputt machen, dieses Feuerding, ne? Dann bin ich mir gar nicht sicher. Ne, das kann man nicht kaputt machen, okay. Aber ich werde nochmal kurz, ja, okay. Okay, alles klar. Gut, dann haben wir hier auch alles erledigt, würde ich sagen. Wobei, komme ich da eventuell noch hoch? Bestimmt, oder? Puh. Ach so, okay, ich komme da doch hoch. Okay, da könnte ich jetzt tatsächlich noch nicht gewesen sein, tatsächlich. Da könnte ich tatsächlich noch nicht gewesen sein, das ist auch so. Deswegen sind hier auch nochmal, okay, lila Münzen, alles klar. Gut. Also das macht dann Sinn, da war ich da wenigstens noch nicht. Und ich glaube, da hinten sehe ich auch noch einen Mond tatsächlich, der da rumliegt. Ja gut. Dann hat es ja gelohnt, dass ich hier nochmal geguckt habe wenigstens. Seitwärts auf dem Festungstor. Ich weiß aber gar nicht mehr, wo der Mondquader hier war. Den sollte ich mich langsam mal aktivieren hier, weil sonst muss ich hier nochmal hier durchgehen. Naja gut. Sitzen wir hier, wo auch Peach sich befindet. Bowsers Festung. Ich glaube, ich bin heute zum ersten Mal aus freien Stücken hier. Diese Festung ist atemberaubend, egal was für eine Geschichte sie hat. Sieh nur, ein Mond ist vom Himmel gefallen. Nimm ihn nur mit. Schickes Outfit, muss ich dir ja mal sagen. Peach im Bowserland. Und ich will doch nochmal gern ins Meeresland. Ja, ist, ich weiß. Interessanter Anstecker. Ein Buhu-Anstecker. Hat ja mal Stil. Nicht viel Kundschaft, ja, glaube ich. Das glaube ich, dass ihr wenig Kundschaft habt. Aber sonst war da war ja das richtig coole, Versteck. Ne, was heißt Versteck? Oh. Oh, guck mal an. Ich dachte mir, das sieht doch eigentlich danach aus, als würde ich da, hochgehen können. Und das war auch so. Coole Sache. Aber gut, das war ja hier zum einen mit den Freunden und zum anderen, das Versteckspiel. Also was heißt Versteckspiel? Da dieses Paravent-Level da. Diesen Wandschirmen, genau, die meinte ich. Ja gut, dann würde es aber auch das hier wieder sein. Dann haben wir hier, glaube ich, denke ich mal, auch alles. Und dann geht es jetzt schon hier hoch zu diesem Turm. Wobei ich eine Sache gesehen habe. Nämlich hier ist ein Bild vom Schneegebiet. Da waren wir nämlich noch definitiv nicht. Weil ich kann mich erinnern, als wir damals hier waren, war dieses Bild ausgegraut. Also das hätten wir noch nicht betreten können. Dafür können wir es jetzt betreten. Und es ist klar, wo ich ja abermals gefragt hätte, wie man hier hochkommt. Und das ist natürlich klar. Natürlich über ein Bild. Geheimfahrt zu den Schlotterkomben. Über Bowser. Na gut, aber... Bitte was? Ihr wollt mir jetzt nicht sagen, dass ich diesen Mond da drüben nicht eingesammelt habe. Na super. Ihr wollt mir jetzt bitte nicht sagen, dass ich diesen Mond da nicht eingesammelt habe. Also, bitte was? Okay. Ja, frag ich mal nicht nach, wie ich den Mond da oben nicht eingesammelt habe, oberhalb der Odyssey. Das muss ich ja jetzt mal ganz und gar nicht verstehen, aber okay. Nee, doch nicht über der Odyssey. Ach, da. Da ist er, aber gut, ich denke mal, den sollte ich von hier aus gut bekommen können, mit einem schönen Hechtsprung. Ja, genau. Funkeln in großer Höhe. Also, das verstehe ich jetzt echt nicht, wie ich den da nicht habe eingesammelt. Aber gut. So, aber ich will den Mondquader noch aktiviert haben. Wobei, ja gut, jetzt habe ich die Monde hier abgeliefert, aber gut. Ich werde das aber nicht machen. Ich werde über das Bild zurückkehren. So. Aber gut zu wissen. Gut zu wissen, würde ich mal so sagen. Naja, gut. Gut zu wissen. Oh, tschüss Pinguin, ich wollte euch nicht aufschrecken. Aber da konnte ich leider nichts dran machen. Da konnte ich leider nichts dran machen. Aber gut. Aber gut. Aber gut. Aber gut. So, Bowsers Land. Und da oben sehe ich auch noch eine, sehe ich auch noch wieder ein paar von den Münzen. Wieso habe ich die nicht eingesammelt? Das muss mir auch mal jemand erklären, dass ich die nicht eingesammelt habe. Wobei... Mal gucken, wie ich da hochkomme. Also mit einem Peak-Matz wäre das natürlich sehr easy. Und einfach. Aber so geht das noch nicht. Aber ich glaube, ich könnte mir schon erahnen, wie ich da am einfachsten hochkomme. Nämlich hierüber. Ja, wobei, das muss ich mit einem Dreisprung machen.
Ja, oder mit einem Doppelsprung. Und dann halt einen Doppelsprung. Vor allen Dingen da oben auf der anderen Seite des Turmes oder beziehungsweise dieses Hauses. Ja, super. Und schon wieder runtergesprungen. So macht man das hier, nicht wahr? Definitiv, so macht man das. So und nicht anders. Ich will mal nur mal kurz gucken, ob in den Kisten, aber da waren, glaube ich, nur Herzen. Naja, das ist nur Herz. Nur eine Herze drin. Ich hätte mir auch eigentlich ein 6-Leben-Herz holen können, aber... So hat alle... Ich muss mir das doch... ich muss mir das hier noch nicht so einfach hier machen. Als ob ich mir das so einfach mache hier. Ah, okay. Ich habe schon irgendwie gedacht, dass da was ist. Ach, eine Münze. Okay. Wollte nur noch mal auf... Nur noch mal kontrollieren. So, was ist jetzt da? Da bin ich jetzt gespannt. Was ist denn da so Schönes? Ja, mit einem Dreisprung geht es natürlich noch einfacher. So, wohin führt mich das hier? Da hinten? Mhm. Moment mal, war ich da nicht schon mal? Das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Ich war da doch schon mal. Das war, wo ich natürlich nicht, gepeilt habe, was ich hier tun musste, bis ich ja nur alle besiegen musste. Ja, toll. Ja gut, da war ich schon, muss ich nicht mehr hin. Schade, jetzt dachte ich, hätte ich was Neues entdeckt, aber gut. Ach, da hinten ist der Mondquader. Okay, wird ja mal Zeit, dass ich ihn jetzt auch langsam aktiviere. Wird ja auch immer langsam Zeit hier. Ich habe da gerade irgendwie was aufleuchten sehen. Ah, da ist er ja. Genau. Wird Zeit, nämlich dich zu aktivieren. Um nochmal ein paar extra Mone zu bekommen. Aber die dürften ja so quer verteilt sein, denke ich mal. Ja, habe ich mir schon gedacht. Das habe ich mir schon gedacht, dass die so querfeld verteilt sind. Aha. Die Kisten waren da aber gerade noch nicht da. Was mache ich das denn? Oh. Interessant. Das ist im. Das markiere ich mir auch manchmal. Das kann ich mir auch noch gar nicht erinnern. Aber da bin ich jetzt echt überfragt, wie ich das machen soll. Weil hier gibt es ja nichts wie irgendwelche, Kanonenkugeln oder so. Wie kriege ich denn die bitte gedrückt? Also beziehungsweise ausgelöst. Da bin ich gerade etwas... ja, keine Ahnung, wie ich das mache. Okay, und ich wette, hier muss man auch das Cooper-Rennen machen. Aber hier komme ich zumindest schon mal zur Röhre. Dann machen wir erstmal die Röhre hier, würde ich sagen. Dann machen wir, würde ich sagen, wenigstens erstmal noch die Röhre. Genau. Dann machen wir definitiv erstmal nochmal die Mondröhre. Aber ich sehe schon, wir müssen noch gleich wieder den Part beenden. Es geht zu schnell hier. Oh, was ist das denn? Was ist das denn hier? Ich denke, da werde ich wohl einen Paraknochen trocken benötigen. Aha, was ist das denn? Ah, okay. Muss ganz vorsichtig hier sein anscheinend, um die Teile hier einzusammeln. Okay. Faszinierend. So, und das Giftgrütze. Alles klar. Warte mal, ist da irgendwie was Verstecktes? Ja, okay. Ist auch einer. Alles klar. Okay. Also, es ist auf Geschicklichkeit gefragt. Wie mache ich die denn kaputt? Mit dir geht das auf jeden Fall nicht. Ja, genau. Sollte vielleicht ein bisschen mehr spammen. Jetzt kommt gleich wieder einer von unten runter. Von oben. Ah ne, hier ist keiner. Okay, dann sammle ich jetzt mal die Münzen noch ein. Muss nur jetzt hier aufpassen. Ein Treffer und es ist vorbei. Okay, was haben wir hier? Auch nochmal Münzen. Okay, also hier kann man auch, würde ich sagen, ist auch wieder so ein Level, um Münzen zu farmen. Oder ich muss tatsächlich... Aber das ist doch auch keine so gute Idee, wenn ich hier den Knochen trocken abgebe. Ach, okay. Ach so, du kannst sie doch kaputt machen. Ja, gut. Und hier ist nur ein Herz. Ja, gut. Das kann ich natürlich auch gebrauchen. Aber ich hatte mir jetzt eigentlich den, Dingsbums da erwartet. Das letzte Mondding. Und irgendwo muss auch noch ein Schlüssel sein, wenn ich gerade dazu sehe. Irgendwo muss auch noch ein Schlüssel sein. Ich mache jetzt erstmal alle Blöcke kaputt. Ich mache jetzt erstmal alle Blöcke kaputt. Kann man ja auch zumindest zwei auf einmal machen, aber das ist nix, okay. War ich da schon drin? Ich gucke jetzt mal jedes dieser Dinger nochmal nach. Jede Seite, ja, da war ich schon.
gucken. Besser einmal mehr gucken als einmal zu wenig, würde ich mal sagen. Ja, genau. Geh da nach links. So, da ist auch nichts. Eventuell könnte ich da noch reingehen. Wo die. Naja, das kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Ach so, und schütteln kann ich, um schneller zu fliegen. Da ist ein Gang auf jeden Fall. Aber leider nicht. Leider wohl nicht, dass ich da so einfach hinkomme. Ach so, die bleiben sogar gespeichert. Jetzt ist es ja sogar richtig fair. Ich wollte schon gerade sagen hier. Ich hätte mir schon gedacht eigentlich, dass ich jetzt wieder alle... Na gut, ich kann mir die, muss die ganzen Ringe hier wieder einsammeln. Aber pff, wenn die Sternteile sogar gespeichert bleiben, das ist ja richtig dann richtig fair und nett. Muss ich ja mal sagen. Das ist ja dann richtig fair und nett. Boah, wie schnell die da runtergeschossen kommen, aber... wo mag das letzte von den Dingern sein? Und wo mag der Schlüssel sein? Fragen über Fragen. Ich will da durch. Da ist aber was. Ja, also wollte ich doch sagen. Ach, ich komme da doch hin. Okay, da ist der Schlüssel. Okay. Ich komme da doch entlang. Aber sonst ist da wohl nichts mehr. Okay, gut. Einfach nur spammen. Einfach nur den Knopf immer mehr spammen. Ich habe irgendwie das Gefühl, die sind zielsuchend. Ach so, und da ist bestimmt... Ah ja, da ist der letzte. Okay. Ah, ich weiß echt nicht manchmal, warum ich mir das so schwer mache. Warum ich das immer so schwer machen muss. Ist doch alles easy hier. Ist doch echt easy hier. Ist doch echt easy, das Ganze hier. So, jetzt kommen wir so schnell hoch. Dann sage ich, bedanke ich mich mal für eure Hilfe, nette Knochentrocken. Suche im sechseckigen Turm. Und suche im versteckten Ding. Oder im Zentrum des sechseckigen Turmes. Alles klar. Gut, dann danke wieder mal fürs Zusehen. Im nächsten Part werden wir wohl dann den Mond betreten, denke ich mal. Eines der letzten Gebiete. Und ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Part von Super Mario Odyssey. Bis dann und tschüss. Da, das holen wir uns definitiv im nächsten Part, alles klar. Bis dann und tschüss, euer Jake.